das 87 mal 63 ausrechnen und jetzt eben nicht auf die Art und Weise, wie du schon gelernt hast, sondern mit dem Distributivgesetz. Und dazu überlege ich mir, dass diese 63 ist ja eine 6 an der Zehnerstelle, also 60 plus 3. Und ich kann das jetzt also auch nochmal so hinschreiben. 87 mal 60 plus 3. Aufgepasst, Punkt vor Strich. Ich muss hier eine Klammer außenrum setzen. Okay, was mache ich jetzt als nächstes? Ich multipliziere das eben aus. Ich kann jetzt hier eben schreiben 87 mal 60 plus 87 mal 3. Mache ich jetzt auch. Also ich nehme hier meine 87 mal 60 mal 60 plus 87 wieder. 87 plus 87 mal 3. Mal 3. Okay, was mache ich jetzt als nächstes? Ich kann das hier auch umdrehen. 87 mal 60 ist ja 60 mal 87. Und jetzt mache ich das gleiche hier nochmal. Was ich mit der 63 gemacht habe, mache ich mit der 87. Nämlich ich teile die 87 nämlich auf in eine 80 plus 7. Und dann kann ich in der nächsten Zeile Folgendes hinschreiben. 60 mal 80 60 mal 80, ich muss dafür meine Klammer nicht vergessen. Plus diese 7. Plus 7. Plus. Und jetzt eben auch nochmal. Dreimal. Und nochmal die 80 plus 7. In Klammern natürlich auch wieder. 80 plus 7. Okay, so, was mache ich jetzt als nächstes? Jetzt multipliziere ich wieder aus. Ich multipliziere jetzt also hier 60 mal 80 plus 60 mal 7. Das schreibe ich mir jetzt nochmal hin. 60 mal 80 plus 60 wieder mal 7. Und jetzt kommt die rechte Seite, dann muss ich auch wieder addieren. Und hier habe ich jetzt eben wieder 3 mal 80. 3 mal 80 plus 3 mal 7. Mal 7. Gut, und das kann ich jetzt einfach ausrechnen. 60 mal 80, 6 mal 8 gibt 48. Aber aufgepasst, ich habe hier zwei Nuller, die muss ich hier auch wieder dranhängen. Dann habe ich eben hier die 4800. 6 mal 7 gibt 42 und die 0, die ich hier dranhänge, ergibt also die 420. 3 mal 80 gibt 240, das ist leicht. Und 3 mal 7 ergibt 21. Und jetzt addiere ich einfach diese vier Zahlen. Ich habe also 4800 plus 420. Plus 240
plus 21. Wenn ich das jetzt alles aufaddiere, kommt hier 1 raus, hier kommt 8 raus, hier kommt 12 und 2 gibt 14. Die 4 schreibe ich unten hin, die 1 merke ich mir und die addiere ich hier nochmal mit dazu. Und das Ergebnis ist 5481. Das ist schon mal das Ergebnis, was ich habe. 5481. Und jetzt denkst du dir, Mensch, was soll das jetzt? Ich konnte das doch auch so schon, aber ich wollte dir einfach mal zeigen, dass man es einfach nochmal anders rechnen kann, dass man es eben nochmal anders verteilen kann und dann eben wieder aufsummiert und dann auch auf das richtige Ergebnis kommt. Schau es dir nochmal genau an. Was habe ich hier aus der 87 gemacht? Ich habe hier eine 80 und 7 verteilt. Die 7 habe ich auch verteilt. Die habe ich nämlich hier und hierhin verteilt. Und die 60 habe ich hierhin verteilt. Und die 3 habe ich hierhin verteilt. Ich habe also alle Zahlen miteinander verteilt. Ich habe also letztendlich 80 mal 60 gerechnet. Das kommt hierhin. Ich habe 80 mal 3 gerechnet. Ich habe 60 mal 7 gerechnet, das kommt hier hin. Und ich habe 3 mal 7 gerechnet, das kommt hier hin. Ich kann mir das Ganze natürlich auch nochmal anders darstellen. Ich nehme jetzt zum Beispiel wieder meine 87 und schreibe das hier nochmal so hin. Als 80 plus die 7 und... Ich kann mir das jetzt als Ginem-Güter-Modell darstellen. Und hier habe ich nochmal meine 60. Hier habe ich meine 60 plus 3. Jetzt mache ich mir ein Gitter und zwar ein 2 mal 2 Gitter kommt hier hin. Würde dann etwa so aussehen. Okay, und jetzt mache ich mir hier noch Striche rein, damit es eindeutiger wird. So ein Strich und so ein Strich. Jetzt rechne ich das nochmal aus. 60 mal 80, das haben wir ja hier schon gehabt. Das ergibt, ups, muss ich schon den Pinsel nehmen. Das ergibt ja die 4800. 60 mal 7 habe ich hier, ergibt 420. 3 mal 80, das habe ich hier, kommt 240 raus. Und 3 mal 7 ergibt 21. Und hier hast du jetzt nochmal die gleichen Zahlen wie hier unten. Da kommt letztendlich das Gleiche raus. Das ist einfach auch das Schöne an der Mathematik, dass du verschiedene Wege eben hast und du immer aufs gleiche Ergebnis kommst. Du musst dir einfach nur mal überlegen, wie man eben diese Zahlen insgesamt eben sich, wie man die zerteilen kann, verteilen kann und wie man sie am Ende auch wieder zusammensetzt.